dann sind es die verschiedenen Sprichworte, zum Beispiel, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, wie man in den Wald schreit, so hallt es wieder zurück und so weiter. Da gibt es, denke ich, auch ein bisschen mehr und die gibt es in jeder Sprache. Das Karma ist aber wiederum auch die angesammelte Erfahrung der Seele über ihre vergangenen Inkarnationen, also über die vergangenen Leben. Und in diesem Kontext ist es meistens die negative Erfahrung. Also wenn man das über das Wort Karma spricht, dann klassifiziert man das fast wie so eine Bestrafung oder etwas Negatives, für das der Mensch sich verantworten muss, gewissermaßen vielleicht auch leiden muss. Genau, oder in gewisse Eingrenzungen erfährt. Das ist aber für mich jetzt, für meine persönliche Weltanschauung, das wichtigste Konzept und das Wichtigste, was man über die Karma verstehen muss, dass der Mensch in seinen Handlungen, in seinen Wünschen irgendwo eingegrenzt ist. Weil ich treffe das immer wieder durch meine Yoga-Praxis, dass manche Menschen sagen, okay, ich will zu der und der Yoga-Veranstaltung fahren. Und ihm sind quasi die Türen verschlossen, dass er überhaupt in diese Veranstaltung kommt oder einen gewissen Kurs besucht, weil er das Karma nicht hat, dorthin zu gelangen. Dasselbe ist es mit den Schriften. Also wenn man im Leben hat, wenn man im Leben das gewisse Karma hat, mit gewissen Schriften konfrontiert zu werden, also ich meine da speziell die vedischen Schriften, hat man den Zugang dazu, bekommt man das Glück, dass das einer einem empfiehlt, dass man überhaupt über diese Bücher stolpert, da hat auch ein Karma, das Karma etwas zu sagen und eine sehr große Rolle, die es hier mitspielt. Es ist natürlich auch betreffend andere Lebensaspekte, zum Beispiel jemand möchte sich ein Haus kaufen, hat aber nicht die finanziellen Mittel dazu. Der andere kann sich 10 Häuser kaufen und leisten. Das kann man auch wiederum durch das Karma erklären. Es ist jetzt nicht so, dass der eine mit dem Aspekt, sich das Haus nicht leisten zu können, dass er schlechter dran ist oder ein schlechterer Mensch ist als der mit den 10 Häusern. Es ist quasi nur sein Lebensweg, den er beschreiten muss. Und aus der Sicht der Seele ist es vollkommen gleichgültig, ob sie dann 10 Häuser hat oder gar kein Haus oder unter der Bank schläft. Es ist alles eine Erfahrung, eine gewissermaßen Information. Und da kann man nicht sagen, ob das eine besser oder schlechter ist. Es ist nur aus dem menschlichen logischen Verstand, jemand, der sich die 10 Häuser wünscht, der sagt, das ist besser, als gar kein Haus zu haben. Und jemand, der ein freies und so ein vogelfreies Leben führen möchte und vollkommen ungebunden sein möchte, für den, der würde diese 10 Häuser als eine Last ansehen. Und wenn er sie denn auch hätte, würde er sie irgendwie auch loshaben wollen. Das ist für den wieder ein nicht so positiver Aspekt. Das ist, wie gesagt, nur die Bewertung jedes Einzelnen individuell. Manchmal sagt man auch, ein Mensch hat auch schlechtes Karma. Und man meint dabei, dass er viele Sünden angesammelt hat. So, das ist wieder so ein christlicher Ausdruck, die er aus den früheren Leben mitgebracht hat und für die er auch gewisse Leiden durchleben oder durchmachen muss, quasi für seine Sünden der Vergangenheit. Das ist auch ein sehr wichtiges Aspekt. Ich werde immer wieder praktisch hier aus meinen Yoga-Erfahrungen und Yoga-Kenntnissen sprechen. Ja, okay, ihr könnt ein bisschen jetzt im Chat abstimmen, wenn ihr genug Stoff zum Lernen habt, weil eine Praktik da würde ich persönlich mich sowieso auch nicht so sehr heranwagen, weil das sehr wichtige und komplizierte Praktiken sind mit den früheren Leben und mit dem Karma. Also ich könnte höchstens mit euch so eine Praktik machen aus der ersten Stufe mit Jiva-Dusche, gemeinsame Heilung oder gewisse Praktiken zum Aufbau des Wohlstands. Aber worauf ich hinaus wollte, den Gedanken bringe ich noch zu Ende und ihr könnt dabei im Chat abstimmen. Es gibt den Gott Shiva. Und die Idee, die er bezüglich des Karmas ausspricht, ist die, dass die schlimmste psychische Krankheit auf der Welt oder im Universum ist die, dass man das Karma-Prinzip nicht versteht und nicht daran glaubt und sagt, okay, das ist halt
Das Karma existiert nicht. Ich kann alles machen, was ich möchte in diesem Leben. Ich kann mich auch so sündig benehmen und verhalten, wie ich denn möchte. Und nach mir die Sintflut sozusagen. Und so leben sehr viele Menschen leider Gottes heute auf dem Planeten. Und deshalb geht der Planet, es geht dem Planet nicht gut, so aus dieser Hinsicht. Genau. Das ist also ein sehr, sehr wichtiges Gesetz, ein kosmisches Gesetz. Und es gibt aber auch Karma, was Wladimir auch letztes Mal erzählt hat. Es gibt die Göttin Karna, der Karma. Es ist aber auch eine Göttin aus der Hierarchie des Lichts. Es ist auch eine Erscheinung beziehungsweise eins der Gesichter des Allgotts oder des Vaters oder eine der Verkörperung des Allvaters, weil er ist ja eins und gleichzeitig vielfältig. Und die Göttin Karna realisiert ihre Bestimmung, indem sie den Menschen, naja, dazu zwingt, sage ich mal so im Guten, oder dazu auffordert, seine karmischen Aufgaben zu erfüllen und seine karmischen Schulden abzubauen. Die Göttin Karna ist auch dafür verantwortlich, dass jeder Mensch sein gewisses Schicksal bekommt. Und das Karma soll man aber auch keinen Fall als Strafe sehen, sondern als eine Möglichkeit zu wachsen, als eine Möglichkeit, seine eigenen Fehler einzusehen, und als eine Möglichkeit, sein Bewusstsein zu verändern, und zu öffnen quasi. Es gibt drei Kräfte, das ist auch sehr, sehr ein wichtiger Punkt, die das menschliche Karma bestimmen, also das menschliche Schicksal. Zum einen ist es der Gedanke. Diese Kraft formt auch den Charakter des Menschen, also die Denkweise formt dann auch den Charakter. Wie die Gedanken eines Menschen sind, so ist auch der Mensch an sich. Der zweite Aspekt sind die Wünsche und der Wille des Menschen. Also die Wünsche und der Wille sind zwei gegenseitige Pole derselben Kraft. Sie verbinden den Mensch zum einen mit den Wünschen und leiten oder ziehen den Menschen auch zu diesen Wünschen. Also der Wunsch alleine ohne Wille ist auch nichts und der Wille ohne Wunsch ist auch nichts. Also wie gesagt, zwei Pole, zwei Seiten einer Medaille. Und dann ziehen ihn quasi diese Kräfte dorthin, wo er seinen Wunsch befriedigen kann. Also der Wille zieht ihn dorthin, wo der Wunsch befriedigt werden kann. Und die dritte große Kraft, das ist das Verhalten des Menschen. Das Verhalten des Menschen bringt dem Menschen selber, aber auch anderen Lebewesen, entweder Glück und Zufriedenheit. Dann, wenn der Mensch so handelt, sind die anderen auch glücklich und zufrieden. Und wiederum kann er so handeln, dass es Leid den anderen Lebewesen bringt. Es kann dem Menschen selbst Leid bringen, unmittelbar, wenn es passiert, oder quasi, wenn das Karma zurückantwortet, wenn es zurückkommt. Es kann in einem Leben sein, in zwei Leben sein. Und wie gesagt, vielleicht in 10 Leben. Weil mit dem Karma, das ist so eine Sache. Es müssen auch die richtigen Bedingungen dafür geschaffen werden, damit sich das Karma überhaupt realisieren kann. Ein Beispiel dazu. Jemand hat beim Fußball eine Grätsche gemacht und seinem Gegenspieler das Bein gebrochen. Das ist nur fiktiv. Ich sage nicht, dass es 1:1 auch so passiert. Das heißt, er hat das mit Absicht gemacht und der baut sich so ein negatives Karma auf, damit ihm auch das Bein beim Fußball gebrochen wird. Wenn er in diesem Leben nie wieder Fußball spielt, kann sich auch das Karma nicht verwirklichen. Er muss halt quasi in einem der nächsten Leben überhaupt dazu kommen, wieder Fußball zu spielen und überhaupt als Profisportler vielleicht, weil wenn man Hobby Fußballer ist, passieren diese Sachen vielleicht ganz selten oder überhaupt nicht. Also müssen die Bedingungen auch da sein. Und wenn die Bedingungen nicht da sind, kann das Karma sich nicht verwirklichen und dann trägt man das im Rucksack so lange, bis irgendwie etwas passiert,
wo es an die Oberfläche treten kann. Das ist zum einen zu verstehen. Zum anderen ist zu verstehen, dass jeder Mensch in einer Qualität lebt, also in einer der drei Gunas, Tamas, Rajas und Sattva. Das ist die Güte, Sattva das Licht, Rajas ist die Aktivität, die Leidenschaft und Tamas ist die Dunkelheit und die Verblendung. Und außer dieser drei Qualitäten hat die Natur, also das ganze Universum, keine mehr. Also es ist alles aus diesen drei Qualitäten beschaffen. Also Güte, Leidenschaft und Unwissenheit. Und wenn der Mensch quasi sich in diesem Energiezustand oder in der Qualität der Natur, die dem Tamas der Unwissenheit entspricht, befindet, versteht er natürlich nichts vom Karma. Und das Karma äußert sich bei diesem Menschen sehr, sehr langsam. Also bis es zurückkommt, ist vielleicht ein halbes Leben vorbei, 20, 30 Jahre vorbei oder es ist das nächste Leben oder übernächstes Leben. Und dieser Mensch versteht auch diese logische Verkettung nicht und das Ursache-Wirkungsprinzip versteht er auch nicht, weil die Ursache schon sehr, sehr lang in der Vergangenheit oder sehr, sehr weit in der Vergangenheit liegt und der sich nicht mehr daran erinnern kann. Und für so einen Menschen ist quasi das Karma das böse Schicksal, das ihn beutelt, das ihn in eine und die andere Richtung zieht und er kann quasi nichts dagegen machen. Bei Menschen, die in der Qualität des Rajas im Leidenschaft leben, äußert sich das Karma auch ein bisschen schneller. Aber auch hier ist er von den Leidenschaften und Begierden teilweise noch verblendet und sieht entweder und versteht dieses Ursache-Wirkungsprinzip nicht. Und auch wenn er es versteht, seine Leidenschaften und Wünsche und Begierden sind dennoch stärker als dieses logische, vernünftige Verstehen dieser Prinzipien. Er handelt trotzdem weiter nach seinen Wünschen. Und ein Mensch, der sich im Sattva, in der Guna des Gleichgewichts, der Harmonie befindet, bei dem äußert sich das Karma sehr, sehr schnell. Also innerhalb vielleicht weniger Tage, weniger Stunden oder sogar weniger Sekunden. Das geht dann so weit, wenn man einen negativen Gedanken hat an jemanden, stößt man sich ja zufälligerweise in Anführungsstrichen irgendwo an oder stolpert und so weiter, das Karma kommt sofort zu einem zurück, dass man sagt, okay, ich muss meine Gedanken irgendwo zügeln und beim Verhalten und bei den Wünschen zügeln sich diese Menschen sowieso schon sehr stark. Okay, bei denen geht es dann darum, die Gedanken zu kontrollieren und zu zügeln. Das ist auch abhängig, wie gesagt, wie schnell sich das Karma äußert. Und wenn man so ein Riesenpaket an Karma angesammelt hat und immer wieder mehr ansammelt, kann sich das natürlich nicht schlagartig auf einmal äußern, sondern man muss es nach und nach Schritt für Schritt abarbeiten. Und wenn dieses Abarbeiten langsamer passiert als das Schaffen des neuen Karmas, ist natürlich verständlich, dass der Mensch hunderte und tausende Mal hier auf der Erde reinkarnieren muss, um alles abzuarbeiten. Wenn es aber sofort und schlagartig passiert, wenn man keinen großen Karma-Rucksack hat, schafft man es, früher oder später diesen Weg oder den Zustand der Erleuchtung zu erhalten und den Zustand des Übertritts aus der menschlichen Ebene in höhere energetische Ebenen zu erreichen, wenn man komplett kein Karma hat, um hier auf der Erde reinkarnieren zu können. Es gibt wiederum Karma, welches man leicht ändern kann und es gibt Karma, welches man überhaupt oder halt nur schwer oder überhaupt nicht verändern kann. Sehr leicht kann man das Karma verändern, wenn man zum Beispiel zu wenig verdient und möchte mehr verdienen, dann streckt man sich ein bisschen an, sucht einen neuen Job oder geht zum Chef und bittet um eine Lohnerhöhung zum Beispiel. Oder wenn man das Karma hat, krank zu sein, der eine belässt es dabei und ihm gefällt es vielleicht auch krank zu sein, der andere möchte dieses Karma verändern und sucht sich die besten Therapeuten, die besten Heiler oder geht zum besten Arzt und investiert Geld in seine Gesundheit und verändert das Karma und wird wieder gesund. Was man nicht verändern kann, ist das quasi das Karma, ob man in einem männlichen oder weiblichen Körper auf die Welt kommt. Das ist quasi auch schon die Bestimmung, die man in diesem Körper auch gehen muss. Man muss dabei lernen, seine männlichen oder weiblichen Pflichten zu erfüllen in diesem bestimmten Körper.
Und wenn man sagt, okay, dieser Körper gefällt mir nicht, ich möchte den irgendwie verändern, dann geht es alles auch wiederum aus dem logischen Verstand heraus und das geht auch wiederum aus diesem Zustand des Tamas heraus, also dieser geistigen Verblendung, dieser geistigen Unwissenheit, weil die Seele ein ganz anderes Programm für sich erzeugt hat, quasi als Mann durch das Leben zu gehen. Und wenn er dann quasi durch gewisse Operationen oder das Einnehmen von Medikamenten oder ja, Präparaten, Hormonen und so weiter sich in eine Frau verwandelt, kann die Seele sein Programm nicht abarbeiten und kann die Qualität und Eigenschaft nicht sammeln für sie, für die sie hierher gekommen ist. Das sollte man nicht verändern. Man kann aber auch das Karma nicht verändern, in welchem Land man und zu welchem Zeitpunkt man auf die Welt kommt. Also wenn ich in Deutschland geboren bin, kann ich dieses Karma nicht verändern. Dann bin ich gewissermaßen mit dem deutschen Volk irgendwo karmisch verbunden und da muss ich zusammen mit dem deutschen Volk ein gewisses Karma auch abarbeiten. Das sagt uns dazu, dass man ein individuelles Karma hat, welches auch gewissermaßen Grenzen setzt, gewisse Möglichkeiten auch hat. Man hat das Karma seiner Familie und innerhalb der Familie spielen sich ja auch gewisse karmische Prozesse ab und man hat da auch neben seinen familiären Grenzen auch die gewissen Möglichkeiten, die man hat. Zum Beispiel, ob man in einer armen oder reichen Familie zur Welt kommt, ob man in einer Familie zur Welt kommt, die eher vernünftig handelt, die vielleicht irgendwo Selbstentwicklung und höhere Sphären des Daseins anstrebt und das auch praktiziert. Oder man wird in einer Familie geboren, wo die Eltern drogen- oder alkoholsüchtig sind oder arbeitslos sind oder von Sozialhilfe leben und so weiter. Also da gibt es sehr viele Aspekte, die man so erwähnen könnte dabei. Genau. Und dann gibt es das Karma eines ganzen Volkes. Wenn das ganze Volk irgendwo in den Krieg gezogen wird, leidet jeder Einzelne darunter. Wenn das ganze Volk prosperiert, aufblüht, sich weiterentwickelt, wenn die Wirtschaftslage überaus positiv ist und allen geht es gut, die Schulbildung ist kostenlos, die ärztliche Versorgung ist kostenlos, dann kann jedes Mitglied so eines Volkes davon profitieren. Okay? Und dann hat man das Karma, das planetare Karma, wenn quasi gewisse Völker den Planeten zunichte machen, leiden alle Völker im Gesamten darunter, weil man zusammen auf demselben Boot sitzt und man ist quasi hier reinkarniert und man kann sich den Planeten auch nicht aussuchen aus dem Zustand eines in Anführungsstrichen Normalsterblichen. Erleuchtete Wesen, erleuchtete Personen, Yogis, mit einer also Riesenerfahrung, also Yogis im Sinne vom Yoga, also keine Yogis, die halt irgendwo im Studio Yoga praktizieren, sondern Yogis, die den Samadhi-Zustand und andere höhere Zustände, energetische Zustände erreichen, die können sich schon den Planeten, den Ort, die Familie selbst aussuchen. Die sind vom Karma so weit befreit und die haben so viel Energie aufgebaut, dass sie es bestimmen. Bei einem normalen Mensch, bei einem Normalsterblichen, bestimmt es eher die Göttin Karna, die wir weiter oben angesprochen haben, in welchem Land, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Körper man auf die Welt kommt, weil die Göttin Karna das besser Bescheid weiß. Das ist so ähnlich vielleicht wie in einem Schulbildungssystem, wenn der Erstklässler nicht weiß, was er denn braucht, wird ihm vorgesetzt, welche Stunden er wann bekommen muss. Und ein Student, der halt sich selber schon bilden kann, der sucht sich seine Fächer selber aus und der sucht sich selber aus, wann er welche Fächer besucht, wann er quasi in die Vorlesung geht und wann er alles zu Hause aufarbeitet. Das ist das Vergleich also mit einer jungen Seele und mit einer erwachsenen Seele, mit einem erleuchteten Yogi sozusagen. Genau. Und dann gab es in den vedischen Schriften immer wieder so Gleichnisse, wo die Weisen sich streiten oder eher diskutieren und nicht streiten, was es denn wichtiger ist oder was vorrangig ist, richtig zu denken. Wir haben ja hier als erstes über den Gedanken gesprochen, ob der Wille und die Wünsche wichtig sind, beziehungsweise in diesen Gleichnissen ist es hier eher das Wort gemeint an zweiter Stelle. Ob das Denken vorrangiger ist beim Karma oder das Sprechen oder die Worte vorrangiger sind beim Karma oder eigentlich die Handlungen. Also was ist schlimmer, wenn man diese drei Punkte nimmt, wenn man das klassifiziert? Ist es schlimmer,
falsch oder schlecht zu denken? Ist es schlimmer, falsch oder schlecht zu sprechen? Oder ist es schlimmer, falsch oder schlecht zu handeln und damit auch anderen, wie gesagt, Schaden zuzufügen? Und bei diesen ganzen Diskussionen, obwohl ein normaler Mensch vielleicht sagen würde, naja, mit dem Denken schade ich ja keinem. Und mit den Worten, die tun ja auch nicht weh. Also es sei denn, es ist so ein sehr verletzendes Wort und der Mensch ist sehr einfühlsam oder irgendwie sehr, sehr labil vielleicht oder feinfühlig. Und dann tut ihm dieses Wort stark weh. Aber die Handlungen ist doch das Schlimmste, wenn man quasi Menschen, naja, beklaut oder in körperliche Schmerzen zufügt oder die Menschen unterdrückt, zu irgendwas zwingt, was sie nicht wollen. Das sind ja Taten, die tun viel mehr weh. Aber man kommt trotzdem bei diesen Diskussionen zum Entschluss, dass der Gedanke wohl das Schlimmste allen dreien ist, weil aus dem Gedanken schlimme, weil aus dem Gedanken, aus schlimmen Gedanken schlimme Worte entstehen. Und aus schlimmen Gedanken auch schlimme Handlungen entstehen. Also sind die Gedanken vorrangig. Und wenn ein Mensch lernt, richtig und nur gut zu denken, wird er nicht drauf kommen, schlechte Worte auszusprechen und er wird auch nicht drauf kommen, schlecht zu handeln. Okay, das ist dann auch hier ein kleiner Punkt. Und dann gibt es natürlich die Klassifizierung der unterschiedlichen Typen des Karma, also das A-Karma. Und hier auf, naja, A-Karma kennen wir aus dem Sanskrit und das ist meistens geläufig, dieses Wort, auch in der Esoterik. Das ist die Handlung in einer vollkommenen Erkenntnis seiner selbst als ein Teilchen Gottes. Das ist auch eines der Jiva-Prinzipien. Ich bin ein Teil Gottes, alles andere ist ein Teil von mir. Die Handlung, die auch darauf gerichtet ist, die höchste Erleuchtung zu erlangen. Also oder seine Bestimmung zu erfüllen, also das Talent, mit dem man hier auf die Welt kommt, möglichst zu öffnen und möglichst zu verwirklichen oder so eine gewisse Gabe, die man von Natur aus hat. Es sind aber auch Handlungen, die keine Folgen hinter sich führen, also kein Karma entsteht dadurch. Deshalb heißt es A-Karma. Diese Handlungen passieren zwar in der materiellen Welt, aber die sind nicht unbedingt mit der materiellen Welt verbunden, weil der Mensch quasi aus seiner Tugendhaftigkeit wirkt und er sieht alles als seine heilige Pflicht und als seine heilige Pflicht, Gott zu dienen. Wenn einer mit den Qualitäten eines Kriegers auf die Welt kommt, dann ist es seine heilige Pflicht, sein Land, sein Volk, seine Familie zu schützen. Wenn einer mit den Qualitäten eines Philosophen, geistigen Gelehrten auf die Welt kommt, dann ist es seine heilige Pflicht, das Wissen an die Menschen weiterzugeben. Wenn der Krieger Ordnung im Äußeren schafft, schafft der Brahmane oder der Geistliche, der Priester Ordnung im Inneren der Menschen, in der Psyche, im Kopf, in dem Verstand und in der Gesellschaft an sich, indem er die kosmischen Gesetze an die Menschen bringt. Also das wären so zwei verschiedene Typen geistigen Pflicht. Wenn einer meinetwegen auf die Welt kommt und kann die besten Brötchen backen, dann ist es auch seine Pflicht, irgendwo die Gesellschaft damit zu versorgen, mit einem gesunden Essen. Und das, dann bringt es für so einen Menschen nichts, sich irgendwo beim Militär einzuschreiben oder sich als Priester zu bezeichnen oder bestickte Gewänder anzuziehen, weil das nicht seinem Status entspricht und nicht seinem Talent entspricht und nicht seiner Pflicht entspricht. Also es gibt in den Veden eine sehr klare Strukturierung, dass man zuerst, ob das jetzt heilige Brahmanen oder Priester oder die eigene Familie macht, man muss zuerst entschlüsseln und herausfinden, zu welcher Kaste, also zu welcher Ebene die Seele oder das Neugeborene gehört und dann in ihnen diese heilige Pflicht nicht nur erziehen, sondern ihn auf diesen richtigen Weg setzen, damit er möglichst viel Nutzen sich selbst bringt und seiner Seele, damit die Seele weiter wächst, damit aber er auch möglichst viel Sinn und Zweck der ganzen Gesellschaft bringt. Dann geht es dem Menschen an sich gut, dann geht es der ganzen Gesellschaft gut, wenn jeder seine vorgeschriebene Pflicht erfüllt.
Es gibt auch das Vikarma, das ist hier Nummer zwei. Das ist eine sündige Handlung oder sündige Tat. Das sind Handlungen, die in erster Linie auf die Befriedigung der eigenen Sinne geht, der eigenen Gefühle und der eigenen Wünsche. Das ist praktisch ein hochegoistisches Handeln. Das sind Handlungen, die Gesetze des Universums ignorieren. Zum Beispiel einer liebt es, Sachen der anderen zu besitzen und er beklaut andere ständig, nur um sein Wohlwollen zu befriedigen. Aber das geht praktisch gegen eins der kosmischen Gesetze. Oder es gibt die kosmischen Gesetze des Gleichgewichts und des Maßes. Und wenn einer übermäßig viel isst, weil ihm das Vergnügen bereitet, er erreicht dabei auch Übergewicht, gewisse Krankheiten und so weiter, er schadet damit seinen Körper. Und das ist auch quasi ein sündiges Vergehen oder eine sündige Handlung, das ist auch wie Karma, sich selbst zu schaden, indem man diese Sinne, seine Geschmackssinne oder anderen Gelüste befriedigt. Wenn der Mensch wegen seiner Interessen bereit dazu ist, andere zu täuschen, anzulügen, gewalttätig zu sein, dann ist es auch das wie Karma. Das wie Karma führt auch dazu, dass der Mensch nach dem Tod in die unteren Welten geht. Er degradiert im Zyklus von Geburt und Tod quasi. Man kann nach oben steigen durch das Akarma oder durch das Abarbeiten des Karmas, das habe ich schon erwähnt, aber man kann sehr wohl auch degradieren und herabgestuft werden und in die unteren Welten fallen. Ab und zu bringt man so ein Beispiel, der ist quasi aus der Physik, wenn man so einen Kolben mit Flüssigkeit unterschiedlicher Dichte füllt. Und ganz unten sammelt sich dann die Flüssigkeit, die am dichtesten ist, die am schwersten ist. Und ganz oben ist dann die Flüssigkeit, die am leichtesten ist. Ihr kennt das davon, wie das Öl auf dem Wasser schwimmt. Also würde man nur zwei Flüssigkeiten nehmen, Öl und Wasser, würde sich das ganze Öl oben sammeln und das Wasser würde sich unten sammeln. Und dann wirft man einen gewissen Gegenstand mit einer gewissen Dichte in diesen Kolben hinein. Und der Gegenstand, der seiner Dichte wegen eher dem Wasser entspricht, würde sich auf die Höhe des Wassers hinabsinken. Und ein Gegenstand, der eher der Dichte des Öls entspricht, würde irgendwo oben im Öl schwimmen. Und so ähnlich ist es mit der Seele. Wenn sie aus diesem Körper hinausgeht und viel schweres Karma angesammelt hat, viele sündige Taten angesammelt hat, wird es sie eher in die unteren Spektren des Universums ziehen, wie bei diesem Versuch mit dem Kolben. Und wenn die Seele ganz leicht, wenn sie erleuchtet ist, wenn sie gesagt voller Licht ist und gar kein schweres Karma hat, keine Sünden hat, die sie nach unten zieht, bleibt die Seele eher oben. Er inkarniert wieder im Reich der Menschen oder im Reich der Götter, also kann auch nach oben weitergehen. Okay, und dann machen wir noch weiter natürlich. Es gibt verschiedene Arten des Karmas und die Verwirklichung und die Erscheinung des Karmas auf der Zeitlinie. Ich denke, das haben wir auch letztes Mal schon angesprochen. Es gibt das Karma der Zukunft. Das ist das Karma, welches erst in Zukunft erscheinen oder kommen wird. Und solange das Karma sich noch nicht verwirklicht hat, weil der Mensch sich unter der Einwirkung vieler gegensätzlicher Kräfte dieser Welt befindet. Also ich habe das vorhin mit dem Beispiel schon erwähnt, dass Karma kann quasi sich nicht verwirklichen, weil die Bedingungen noch nicht da sind. Es wird ja erst in der Zukunft kommen. Wie uns die Physik zeigt, sind zwei gegensätzliche Kräfte, die auf dasselbe Objekt wirken, führen zu einem Nulleffekt. Und dann sieht es so aus, als würde das Leben in einem gewissen Gleichgewicht entstehen. Und nur wenn eine dieser Kräfte nachlässt oder stärker wird, werden diese unerwarteten Situationen und Ereignisse auftauchen, wie positive, so auch negative. Wie soll man das verstehen? Auf eine Kugel, die von gleichen Seiten mit gleicher Kraft quasi angestoßen oder gedrückt wird, die bewegt sich nicht. Wir nehmen links
als negative Kraft, negatives Karma, rechts positive Kraft, positives Karma. Und wenn auf dieser Kugel zwei gleiche Kräfte wirken, bleibt die Kugel immer in der Mitte. Wenn die negative Kraft stärker wird, rollt sich die Kugel in eine Richtung, und wenn die positive Kraft stärker wird, rollt sich die Kugel in die andere Richtung. Wie ist das nochmal mit dem Karma-Prinzip zu verstehen? Dein Mensch, der sich stets positives Karma aufbaut, durch den Dienst an der Gesellschaft, durch Yoga-Praktiken, durch Energiepraktiken, durch das Helfen, also anderen Menschen, schafft sich ein positives Karma, und das ist praktisch wie so ein Schwimmring, der ihn nicht untergehen lässt. Und auch wenn so ein Mensch schlechtes Karma hat, kann sich das nicht verwirklichen, weil ihn das gute Karma im Gleichgewicht hält. Und sobald er irgendwo auch beginnt, sich komisch zu benehmen oder sich einfach praktisch sein lässt oder das Ganze praktisch schleifen lässt irgendwie und diese positive Kraft aufhört zu wirken, ihr habt sein positives Karma, wie denn auch sei, abbaut, beginnt sich das negative Karma dann zu verwirklichen. Es ist aber auch im anderen Sinne genauso, wenn man sagt, okay, einer leidet unter dem schlechten Karma, weil es etwas schwerwiegender ist als das Gute, weil es leicht überwiegt, und dann hatte er durch gewisse schweren Situationen, durch gewisse Erkenntnisse, durch eine gewisse Beichte vielleicht sich selbst gegenüber und die Einsicht seiner schlechten Taten der Vergangenheit, hat er das negative Potenzial abgebaut, dann beginnt das Positive wieder zu überwiegen und dann kommen positive Karma-Aspekte, positive Situationen wieder in sein Leben. Und das ist quasi immer wie so ein Hin und Her, kann man verstehen. Man kann nicht vollkommen ohne schlechtes Karma sein und nicht vollkommen ohne gutes Karma sein. Die spielen miteinander quasi gleichzeitig eine Rolle und die haben miteinander gleichzeitig Einwirkung. Dann gibt es als nächstes das Karma der Gegenwart, und dieses Karma schaffen wir uns gerade jetzt in diesem Leben mit unseren Gedanken und mit unseren Handlungen. Und dieses Karma wird sich in anderen Leben verwirklichen, aber auch im jetzigen Leben. Das heißt, was in unserer Kindheit und Jugend gewesen ist, kann sich als Karma dann in unserem Lebensalter, quasi mittleren Alters, wenn wir sind, oder im Alter, kann sich das verwirklichen. Das heißt, schon in diesem Leben eintreten. Und in diesem Leben können auch Momente entstehen, wo gewisse Ursachen, gewisse Folgen nach sich tragen. Sehr oft passiert das durch Krankheiten und irgendwelchen schweren Lebenssituationen. Zudem sind alle Karmas, alle Arten des Karmas, sind Situationen, wenn beim Menschen schlagartig irgendwelche Umstände sich verändern, okay, oder die Umstände ihren Charakter sich verändern. Das heißt, das Karma tritt irgendwo in Erscheinung. Wenn der Mensch, wenn alles gut in der Arbeit ist und der arbeitet dahin, so seine ersten 2, 3 Monate, die ersten 2 Jahre, und plötzlich passiert etwas, dass der Chef ihn irgendwo ins Büro reinholt und sagt, so und so geht es nicht, und er kriegt irgendwie eine Tadel oder kriegt eine Kündigung oder sonstiges, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass sich ein negatives Karma verwirklicht, weil er hat ja nichts getan, er hat brav gearbeitet, er hat quasi seinen Plan und sein Programm abgearbeitet und war immer fleißig, und nichtsdestotrotz kommt es wie so ein schwarzer Schlag gegen ihn. So kann sich das Karma äußern. In den meisten Fällen äußert sich das Karma aber so, wenn man sagt, okay, man ist jung, man kann sich alles Mögliche leisten, die Nächte lang durchzufeiern, irgendwie wenig zu schlafen, sich um seine Gesundheit überhaupt nicht kümmern, und man denkt quasi, die Gesundheit reicht für immer und für ewig, und früher oder später kommt dann quasi die Rechnung dafür, wenn man das zu lange getrieben und zu bunt getrieben hat, dass man mit 30, 35 irgendwie beginnt, an Depressionen zu leiden, an Burnouts zu leiden, man spürt, dass die Gesundheit nicht mehr so gut ist und nicht mehr mitmacht, und es können sich im schlimmsten Fall auch irgendwelche Krankheiten
bilden, die man nicht so haben möchte. Und dann muss man eine gewisse lange Zeit auch seine Gesundheit wiederherstellen. Genau. Und wenn man sie dann in der Jugend nicht so vergeudet und verprasst, bleibt für später viel mehr übrig und man ist später dann auch nicht so betroffen davon, von diesem Karma. Dann ist es das Karma der Vergangenheit. Es ist ja schon passiert in diesem Leben oder in den früheren Leben und dieses Karma wirkt schon. Es ist auch so, dass während ein gewisses Karma noch ihr Erscheinen erwartet, kann das Karma der Vergangenheit bereits im Hier und Jetzt wirken. Und dieses Karma der Vergangenheit, welches auch jetzt im Hier und Jetzt wirkt, hat uns auch in diese spezielle Familie geführt, in ein bestimmtes Volk oder in eine bestimmte Rasse, in der wir geboren sind. Also der Wille, also der etwas für sich entscheiden zu können, also der freie Wille, die freie Entscheidung, das ist eins der kosmischen Gesetze, das wurde schon im Vorfeld getroffen, also vor dem Hier und Jetzt. Und man muss jetzt lediglich die Früchte dieses Karmas ertragen und quasi genießen im Guten und im Schlechten. Das heißt, manchmal treffen wir die Entscheidung bewusst und sagen, okay, ich möchte in diesem Volk geboren werden oder ich möchte in der armen Familie geboren werden. Jetzt war ich 10 Leben lang reich. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie es den Armen geht. Das möchte ich erfahren auf meiner eigenen Haut. Und dann geht man quasi in die Inkarnation und wird als ein armer Mensch geboren, um das auch zu erfahren, weil die Seele, weil sie vollkommen sein möchte, braucht sie nicht einseitige Erfahrungen, sie braucht vielfältige Erfahrungen aus den vielen Blickwinkeln. Und es ist dann nicht mehr möglich, dieses Karma zu verändern, weil die Wahl schon getroffen wurde. Zum anderen wird die Wahl unbewusst getroffen, wie Wladimir das hin und wieder mal sagt, wenn man ein ganzes Leben gegen ein gewisses Volk schlecht eingestellt war, über dieses Volk immer geschimpft hat oder gegen dieses Volk vielleicht sogar Kriege geführt hat, wird man als in Anführungsstrichen Strafe in diesem Volk geboren, um Frieden mit diesem Volk zu schließen. Aber wie ich schon sagte, das soll man nicht als Strafe sehen, sondern eher als eine Möglichkeit, weiterzuwachsen und gewisse kosmische Sachen zu verstehen. Die Ursachen, die wir unmittelbar und ständig durch unsere Gedanken schaffen, durch unsere Gedanken, Wünsche und Handlungen, können auch sehr widersprüchlich sein und können nicht gleichzeitig erfüllt und in Erscheinung treten. Okay? Wenn ich heute nach Brasilien umziehen möchte und morgen nach China, schaffe ich für mich gegensätzliche Tendenz und gegensätzliche Wünsche. Ich kann nicht mich aufteilen und gleichzeitig in die beiden Länder wegziehen, weil die ja auch quasi in entgegengesetzte Richtungen gehen. Das Karma der Vergangenheit bestimmt auch unsere Lebensspanne, also wie lang wir leben, aber auch die Eigenschaften und Besonderheiten unseres physischen Körpers, also seine positiven und seine negativen Eigenschaften. Es ist auch unsere Verwandten, die dadurch bestimmt werden, unsere Freunde, aber auch unsere Feinde, aber auch alle, mit denen der Mensch auf die eine oder andere Weise in Verbindung kommt. Es sind aber auch die gesellschaftlichen Bedingungen. Es ist der Aufbau der Werkzeuge, die die Seele hier mitbekommt, der Aufbau des Gehirns und des Nervensystems. Das heißt, wenn die Seele sich entscheidet, ein intellektuell sehr hohes Leben zu führen, wird sie sich eine Familie aussuchen, wo die Eltern schon gewissermaßen genetisch sehr intellektuell sind und diesem Körper diese intellektuellen Fähigkeiten und Kenntnisse mit auf den Weg geben können. Aber auch andersrum. Okay, und Menschen, mit denen man in diesem Leben interagiert, es wird immer wieder und von den meisten Schulen auch so gesagt, wenn wir uns heute in diesem Kreis schon so getroffen haben, dann ist es auch karmisch bestimmt und zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit haben wir uns schon. So, sind wir uns schon in den früheren Leben begegnet, auch mit Wladimir, weil ansonsten würden wir heute alle nicht hier sitzen.
Es ist aber nicht die Garantie, dass wir in der gleichen Konstellation gesessen sind, irgendwo am Feuer oder in einem Kloster und zusammen über gewisse Sachen diskutiert oder philosophiert haben. Es kann sein, dass man sich als Freund, aber auch als Feind begegnet ist, als Partner, als Familie, als Verwandter, als Nachbar und so weiter. Und heute ist quasi das so, dass wir in dieser Konstellation sitzen und voneinander lernen. In der nächsten Inkarnation kann es schon wieder sein, dass jeder seine eigene Schule gründet oder jeder oder der eine hat eine gewisse Schule, die dann ein widersprüchliches Konzept an den Tag legt oder irgendwie eine widersprüchliche Lehre unterrichtet und man hat gewisse Diskussionen und Streitigkeiten miteinander. Im nächsten Leben ist man wieder eine Schule und zieht an einem Strang und geht in eine Richtung. Im nächsten Leben wiederum kann es sein, dass man sich überhaupt nicht trifft oder irgendwie nur als Nachbar irgendwie eine kurze Zeit hat und gar nicht miteinander praktiziert, kein Wissen und keine Praktiken austauscht. Das kann man jetzt nicht so nachvollziehen, dass es eins zu eins so war wie jetzt und dass wir eins zu eins auch Wissen und Praktiken ausgetauscht haben. Wie gesagt, es kann alles Mögliche mal gewesen sein. Das Einzige, was sicher ist, dass man schon miteinander interagiert hat, in dem oder in dem Sinne. Und ich wiederhole mich nochmal, entweder war man Freund miteinander, Feind, Verwandter, Familienmitglied, wie gesagt, Nachbar, Chef, Kind, Mitarbeiter, irgendwie Untergebener und so weiter. Oder Geschäftspartner. Okay, dann einigen, die am meisten antreffenden Karmas oder Typen des Karmas. Also das normale Karma, erstmal am Anfang. Das ist die Erscheinung des Karmas der Vergangenheit. Es ist auch die Folge der durchgelebten Traumata. Also geistige Erschütterungen oder psychische Erschütterungen und auch krankhafte Zustände. Und dieses normale Karma, wenn das auch wieder im negativen Licht oder im negativen Aspekt erscheint, er äußert sich durch einen niedrigen Grad der Gesundheit und durch einen niedrigen Grad des Erfolgs. Da gibt es wiederum zweierlei Menschen. Der andere packt etwas an und es klappt bei ihm wunderbar und er hat keine Schwierigkeiten. Er erreicht alles, was er sich vorsetzt. Er hat immer Menschen, die ihm helfen und unterstützen. Das ist sein Karma. Und ein anderer wiederum, wenn er die gleichen Dinge anpackt, geht bei ihm alles schief. Nichts möchte klappen, irgendwie sind ständig Hindernisse da, er wird auch von anderen Menschen gehindert. Wenn er um Hilfe bittet, hat keiner Zeit von ihm, er findet keine kompetenten Menschen, die ihm helfen, er muss alles alleine tun und es dauert viel, viel länger und von sehr vielen Rückschlägen und von sehr vielen Niederschlägen betroffen. Das ist auch ein Karma, damit ist auch so eine niedrige Ebene oder niedrige Level des Karmas gemeint. Dann gibt es das Karma der Untätigkeit. Das ist das Karma, das verwirklichte Karma des heutigen Tages. Und dieses Karma verwirklicht sich so, wenn der Mensch ganz stur gewisse Handlungen nicht ausführen möchte, die er Kraft seines Stands in der Gesellschaft und Kraft seiner gesellschaftlichen Pflicht eigentlich durchführen muss. Ein schlimmes Beispiel vielleicht, ein Bürgermeister hat die Kraft und die Befugnisse, seine Stadt zu evakuieren, wenn es kurz vor Überflutung steht. Ihm ist es aber egal oder wurscht, auf Deutsch gesagt, der fährt irgendwo hin und macht sich eine schöne Zeit, trifft sich mit anderen Bürgermeistern oder macht Urlaub in der Zeit. Und die Menschen kommen dadurch zu Schaden und die Häuser kommen dadurch zu Schaden. Also wie gesagt, wenn er die nicht evakuiert, wenn er nicht handelt in der Zeit. Ein anderes Karma der Untätigkeit kann sein, wenn jemand im Vorbeigehen sieht, wie das Kind, naja, vielleicht eine Katze quält, irgendwie mit einem Stock schlägt und so weiter und er hilft der Katze nichts, nicht. Er geht einfach vorbei und schaut weg. Das ist auch Karma der Untätigkeit.
Und dieses Karma ist eigentlich auch sehr schlecht, weil man die Befugnisse und die Energie und die Kraft dazu hätte, man aber nichts unternimmt. Und dieses Karma entsteht auch als Folge des Nichtwollens zum Nachdenken und des Nichtwollens, seine Lebensweise zu ändern und aus seiner falschen Lebensweise gewisse Schlüsse zu ziehen, und gewisse Weisheit herauszuziehen. Und es entsteht auch aus dem systematisch und durchdenken und aus systematisch und durchdachten Handlungen oder aus Handlungen, die auf dem direkten Weg anderen schaden. Also ein anderes Beispiel dafür wäre, wenn der Bürgermeister weiß, dass irgendwie ein Konzern Gifte versprühen möchte auf den Feldern um das Dorf herum, ihm ist das bewusst. Und nur um seine Taschen zu füllen, macht er das trotzdem und lässt es zu, dass diese Düngemittel oder keine Ahnung, anderes Gift verstreut wird. Dann schafft er sich auch ein sehr negatives Karma, eben durch diese undurchdachten systematischen Handlungen oder durch Handlungen, die direkt den anderen schaden. Und wenn ihm das bewusst ist, dann ist das Karma noch umso schlimmer. Es ist auch schlimm, es ist auch hier, dass Unwissenheit nicht vor Strafe schützt. Aber wenn man darüber Bescheid weiß und absichtlich handelt, dann wird das Karma, der Rückschlag des Karmas, umso schlimmer kommen. Dann gibt es das Karma des Charakters. Es ist auch die Verwirklichung des Karmas der Vergangenheit. Und dieses Karma erscheint durch gewisse Gewohnheiten, die man auch in den früheren Leben hatte. Es erscheint auch durch so ein grobes, kompromissloses Handeln und durch einen schweren, streitsüchtigen Charakter. Und es erscheint auch durch eine geistige und physische Disharmonie. Da, glaube ich, versteht jeder, was damit gemeint ist. Menschen mit einem miesen Charakter, das ist auch das Karma der Vergangenheit dieser Menschen. Dann gibt es das Karma der Gabe oder das Karma der Schenkung oder der Beschenkung anderer Leute. Sind die Folgen des Karmas der Vergangenheit oder die Folgen des Verwirklichen der höchsten spirituellen und göttlichen Pflicht, indem man anderen Menschen geholfen hat, etwas für sein Volk oder überhaupt für die Welt geschaffen hat. Nee, da bin ich etwas runtergerutscht, das wäre das nächste. Das Karma der Gabe oder der Schenkung, das ist das Karma der Vergangenheit, in Form von einer gewissen Gabe, durch das Anerkennen der einen oder anderen Lebenssphäre. Da muss ich selber kurz nachdenken. Es ist die Dankbarkeit des Universums für die in der Vergangenheit gemachten Opfer und guten Taten. Naja, das ist ja klar. Wenn man Opfer bringt, und gute Taten verrichtet, dann beschenkt einen das Universum, dann kommt es quasi durch Gaben zurück, also durch Gaben des Universums, dass man auch beschenkt wird mit finanziellen oder materiellen Gütern, dass man beschenkt wird von den Menschen mit der Zeit, dass sie die Zeit für einen investieren und einem helfen oder durch andere ähnliche dann Geschenke des Universums. Dann gibt es ein Karma, da muss ich erst überlegen, wie ich das richtig übersetze. Vielleicht das Karma, welches etwas auslöscht oder etwas, naja, revanchiert. Es sind die Folgen des Karmas wiederum aus der Vergangenheit oder der höchsten göttlichen Pflicht, wenn man die erfüllt, indem man anderen Menschen hilft, etwas für sein Volk oder für die Welt generell macht. Es ist verbunden auch mit den Handlungen eines Helden oder mit Heldentaten, und es ist auch ein Auflösen des kollektiven Karmas. Okay? Ich habe ja davor gesprochen vom Karma eines Volkes. Wenn das Volk einen Helden hervorbringt, zum Beispiel, naja, einen Heiligen hervorbringt und dieser Heilige tut sehr viel für sein Volk und für die Welt im Ganzen,
wird es dem ganzen Volk dadurch gut gehen, weil er ja karmisch mit diesem Volk verbunden ist. Wenn ein Volk gewissermaßen einen Schurken aufpäppelt und quasi gebärt und dieser Schurke die halbe Welt zerstört, wird das ganze Volk wiederum auch darunter leiden, weil dieser Schurke mit diesem Volk unmittelbar verbunden ist. Das nächste ist das Karma der wörtlichen oder genau der wörtlichen Handlung. Es ist jedes Wort, jeder Gedanke gehen nicht vorüber, ohne Spuren zu hinterlassen. Sie wirken auf uns selbst, aber auch auf die Menschen, die uns umgeben. Wenn wir die Unwahrheit aussprechen, ziehen wir negative Folgen in Zukunft an und tragen dafür auch die Verantwortung. Also wir tragen im Jetzt die Verantwortung darüber, was wir gesagt haben in der Vergangenheit. Und wir werden in der Zukunft Verantwortung dafür tragen, was wir jetzt sagen, jetzt in diesem Moment, am heutigen Tage. Dann gibt es das weltanschauliche Karma. Es ist dann, wenn der Mensch an gewissen negativen Überzeugungen zu sehr verharrt und zu sehr festhält. Das ist auch mit gewissen schlechten Folgen verbunden. Und sehr stark ist diese karmische Bestrafung dann als Folge, wenn man jemanden seine Überzeugungen mit Kraft aufzwingt. Es ist auch kein Unterschied, ob das religiösen Charakter, philosophischen oder weltlichen Charakter hat. Ein Gedankenbild ist die Grundlage der Materialisation einer Welt. Deshalb darf man niemals jemand etwas aufzwingen, denn das ist sehr schlecht. Da gibt es unzählige Beispiele, wie in der Vergangenheit, aber auch in der heutigen Zeit. In der Vergangenheit war es diese Zwangschristianisierung der gesamten abendländischen Kultur, sprich von Europa bis nach Russland hat man alle mit Feuer und Schwert christianisiert. Man hat die Menschen gezwungen, eine neue religiöse Weltanschauung anzunehmen und wer da nicht mitgegangen ist, die hat man einfach verbrannt, ermordet und so weiter. Das ist auch ein sehr schweres Karma, welches da die christliche Kirche auf sich geladen hat. Heutzutage gibt es andere weltliche Aufzwingen von gewissen Weltanschauungen, also die ganzen Jugendlichen, die sich an den Straßen festkleben, denen hat man auch gewisse weltanschauliche Überzeugungen in die Köpfe gepflanzt und deshalb verhalten sie sich so, obwohl sie mit ihren Aktionen letztendlich nichts erreichen, ohne Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und erreichen nur, dass sie halt andere Menschen irgendwie beunruhigen und denen Stress erzeugen. Aber da gibt es unzählige Beispiele. Also politischen Charakter kann es auch haben, als quasi in Russland der Kommunismus überall etabliert wurde, dass es auch mit Gewalt und mit viel Blut passiert. Man hat quasi neue Weltanschauungen den Menschen mit Gewalt aufgezwungen. Das Karma das Karma, wenn man ein, naja, Geschenk, ich sag mal so, das Karma des Beschenktwerdens oder das Karma des Beschenktseins. Es ist auch die Folge des Karmas der Vergangenheit. Es verwirklicht sich im Leben des Menschen als eine Beschenkung für die Verdienste der Vergangenheit. Wenn man in der Vergangenheit Opfergaben eher spiritueller oder göttlicher Natur dargebracht hat. Und dieses gute Karma äußert sich so, dass der Mensch mit einem gewissen Talent gesegnet ist, dass er mit sehr tugendhaften Möglichkeiten oder sehr wohlen Möglichkeiten ausgestattet ist, dass er mit sehr viel Glück ausgestattet ist, dass bei ihm alles gut klappt und funktioniert im Leben. Durch glückliche Umstände und durch gewisse Erleuchtungen ist dieser Mensch dann gesegnet. Und diese Opfergaben an Gott darf man nicht verstehen
wie man sie in gewissen Kulten eingeführt, wo man Tiere geschlachtet hat, den Göttern, oder sogar auch Menschen. Das sind alles schwarze Kulte, sondern dass man, wie das in der slawischen Kultur üblich ist, gewisse Gaben der Natur den Göttern opfert, Beeren, Früchte, Getreide und so weiter. Vielleicht irgendwie so ein kleines Bastelwerk, welches man selbst geschaffen hat. Gewisse ja, Puppen baut man oder Strohpuppen, auch größere oder kleinere, wie gesagt. Und dann kann man das der Natur opfern. Aber ein viel besseres und effektiveres Opfer in die Natur wäre, wenn man sagt, dass man rausgeht und wieder Bäume anpflanzt und sich um die Natur kümmert, die Natur wieder regenerieren lässt. Also sowas Positives für die Natur macht, weil sie ja auch ein Teil Gottes und ein Teil Schöpfers ist. In Indien sieht man diese Dienste und Opfergaben auch als Mantren und Gebetspraktiken an. Wenn ich jetzt Indien sage und ich stelle mir irgendwo eine Shiva-Statue oder Brahma-Statue auf, das kann aber auch im Slawischen genauso sein, und ich sage, jetzt opfere ich die ganze Nacht meine Zeit dieser Gottheit und verbringe in Gebeten, stelle eine Kerze auf, stelle die Statue auf und verbringe mit Gebeten und mit Mantren die ganze Nacht. Und wenn man viel von so einem Karma gesammelt hat, kriegt man, wie gesagt, im nächsten Leben gewisse Talente, Möglichkeit, kriegt man viel Glück, kriegt man günstige Umstände für die eigene Weiterentwicklung und man ist quasi nicht ganz erleuchtet, aber man hat gewisses Verständnis, gewisse Intuition, die andere Menschen wiederum nicht haben. Dann gibt es das Karma der Bestimmungen und Versprechungen. Wenn man etwas, jemandem etwas verspricht, nicht wenn man sich verspricht, es ist die Verwirklichung des Karmas der Vergangenheit. Es ist die Folge der Gelübde, die man abgelegt hat in den vergangenen Leben. Es sind praktisch Schwüre, Versprechungen und so weiter, die man geleistet hat. Das kann auch als Karma rückwirkend, nicht rückwirkend, sondern in der Zukunft, als sich auf den Menschen auswirken. Das Karma der menschlichen Beziehungen ist auch mit dem Karma der Vergangenheit verbunden und mit der göttlichen Bestimmung. Es ist, erscheint als Folge der menschlichen Beziehungen innerhalb der Familie, bei Liebesbeziehungen, unter Freunden, bei Geschäftspartnern oder mit Feinden. Das ist das Karma der Wechselwirkungen. Aber immer wieder wird davon gesprochen und ich erzähle immer wieder davon, wenn man im früheren Leben Todfeinde gewesen ist, sie gegenseitig umgebracht hat, ist das Karma eher gütig, das ist keine Bestrafung, kommen diese zwei Todfeinde als Zwillinge in eine Familie auf die Welt und dann müssen sie wohl oder übel lernen, miteinander auszukommen, Freundschaft und Frieden miteinander zu schließen. Das ist das Karma der Feinde. Okay? Gut. Karma des Abbezahlens der Schulden verwirklicht sich auch als ein Karma der Vergangenheit. Es ist bestimmt und begrenzt durch das Gesetz, durch das Pendelgesetz. Alle dummen Verhaltensweisen und Handlungen in der Vergangenheit, alle Verbrechen, die man in der Vergangenheit angesammelt hat, alle ungetilgten Schulden, also kommen früher oder später zu uns zurück. Also das ist das klassische Karma, welches wir als Menschen verstehen. Wir müssen das durchleben, was wir in die Welt entsendet und geschickt haben. Ich erzähle euch hier mal so eine Geschichte auch aus den Veden. Ein Mann und eine Frau konnten sehr, sehr lange keine Kinder zeugen. Und dieser Mann war Geschäftsmann, hatte eigentlich viel Geld und gute Geschäftspartner und konnte sich alles leisten. Nur wurde er mit einem Kind niemals oder sehr, sehr lange nicht gesegnet. Und dann ging er zu einem Priester und sagte, okay, ich gebe dir sehr viel Geld, kannst du denn nicht für mich beten oder gewisse Rituale durchführen? Ich möchte ein Kind bekommen.
Und dann hat der Priester gesagt, okay, das ist üblich so gewesen in der vedischen Kultur, dass die Priester beschenkt worden sind mit gewissen Gaben oder Kühen sogar oder Getreide oder anderen Wertgegenständen, damit sie ihre Tempel aufrechterhalten und bauen konnten. Und da haben sie Rituale durchgeführt. Und in einem sehr hohen Alter hat dieser Geschäftsmann einen Sohn bekommen und die waren mit der Frau überaus glücklich. Und das war ihr ein und alles natürlich. Und die hatte jetzt gesagt, okay, ich habe einen Nachfolger und ich kann meine ganzen Geschäfte und mein Business meinem Sohn vererben, wenn ich mal nicht da bin. Und haben sich überaus gefreut. Und als dieser junge Mann 18 Jahre gewesen ist, ist er von heute auf morgen gestorben, ohne irgendwelche Vorzeichen, ohne Krankheit, liegt er einfach tot da. Und dann ist es natürlich für dieses alte Ehepaar eine Katastrophe. Und die Welt bricht zusammen und die wissen gar nicht mehr, was sie tun müssen. Und dann bringt er seinen toten Sohn wieder zum Priester und sagt, okay, ich gebe dir alles mein Geld, nur erwecke meinen Sohn wieder zum Leben. Und da ja der Priester von vornherein durch seine mystischen Fähigkeiten die ganze Vergangenheit, die vergangenen Leben dieses Mannes bereits gesehen hat, hat er zu dem Mann gesagt, okay, ich kann deinen Sohn für einige Sekunden zum Leben erwecken und dann entscheidest du, wie du weiterhin vorgehst. Und dann hat er diesen 18-jährigen Jungen durch gewisse Praktiken zum Leben erweckt und der Junge steht auf und erzählt zu seinem in diesem Leben Vater und hat gesagt, na gut, lieber Vater, im früheren Leben waren wir beide Geschäftspartner und du hast mich so schlimm hintergangen und hast mich sehr stark getäuscht und um mein Geld, um mein ganzes Hab und Gut gebracht als Geschäftspartner. Meine Frau musste darunter leiden, meine Kinder mussten darunter leiden. Wir sind alle vor Hunger gestorben. Und ich habe mir gesagt, also kurz vor meinem Tod, damals in früheren Leben, habe ich zu mir gesagt, ich habe mir geschworen, dass ich dir das zurückzahle und dir irgendwann mal das Wertvollste, was du haben wirst, auch wegnehmen werde. Und dieser Geschäftspartner reinkarnierte dann als der Sohn und ist dann quasi diesem Programm nach auch gestorben, um diesem Mann alles wegzunehmen, was er hatte. Und dann ist diese Person wieder gegangen. Und natürlich war das für diesen alten Mann ein Schock, das zu hören und das so zu erfahren. Und dann wusste er überhaupt gar nicht mehr weiter. Also solche Dinge passieren auch durch die Inkarnationen. Okay, und dann geht es weiter. Das Karma der Spiegelung. Es erscheint wie eine Spiegelung des Karmas der Vergangenheit. Es ist die Handlung, also unter der Handlung oder unter der Wirkung dieses Karma gerät der Mensch in eine Situation oder Problem, welches nur symbolisiert das, was in der Vergangenheit gewesen ist. Und mit symbolisiert, naja, kann man auch vielleicht ein Beispiel, welches ungefähr so ähnlich ist, bringen, dass einer, der im Mittelalter irgendwo als Räuber tätig war und zwei Leute ausgeraubt hat, eine Frau und ein Kind, ist in diesem Leben der Vater dieses Kindes und die Frau lässt sich von ihm scheiden und da muss der Mann ewig lang Alimente bezahlen für die Frau und für den Mann. Er hat quasi die in der Vergangenheit ausgeraubt, das ist spiegelbildlich so, das ist nicht eins zu eins so, dass die Frau und das Kind diesen Mann jetzt in diesem Leben ausrauben, sondern er ist gezwungen quasi, er wird unter solchen Umständen geboren, dass er gezwungen ist, sehr viel Geld über viele, viele Jahre lang, also diese ganze Schuld, die er damals geraubt hat, abzubezahlen. Aber nicht auf dem direkten Wege, sondern durch Alimente, durch das Jugendamt und durch andere staatliche Einrichtungen. Das kann man unter dem Karma der Spiegelung verstehen. Das Karma des Rückkehrs, das nächste, es ist das Karma, es erscheint als das Phänomen, wo man sich nur im Kreis bewegt.
Es ist verbunden mit dem gespiegelten Karma der heutigen Zeit oder des Hier und Jetzt. Und dieses Karma des Rückkehrs oder diese Wiederholung erscheint dann, wenn die Menschen sich an die Vergangenheit klammern. Und die Vergangenheit hat sich bereits ausgeschöpft und die können quasi von ihren schlechten Gewohnheiten nicht loswerden und von denselben Gedanken können die nicht loswerden. Okay? Es ist bei den Frauen, da muss ich jetzt ja wohl oder übel dieses Beispiel nehmen. Eine Frau ist in ihr kleinen Sohn sehr verliebt und der Sohn, hilft ihr irgendwo auch im Haushalt, der ist immer so brav und der hört auf jedes Wort, was sie ihm sagt. Der geht mit ihr immer einkaufen und in den Supermarkt und in den Park und so weiter. Weil der Vater vielleicht irgendwo auch nicht zugegen ist, ständig in der Arbeit ist oder auf Montage irgendwo ständig wegfährt. Und dann ist das Kind für die Mutter ja sowas zum einen wie ein Ersatzpartner und zum anderen ist es quasi ihr engster Familienkreis. Und wenn der Junge irgendwo früher oder später mal erwachsen wird und sagt, okay, er beginnt jetzt eigene Interessen zu entwickeln, er möchte mit der Mutter dann nicht mehr zum Supermarkt oder zum Bekleidungsgeschäft. Und er hat auch jetzt mittlerweile eine Freundin und möchte nicht so viel Zeit mit der Mutter verbringen. Und er hat jetzt Freunde und möchte generell ausziehen und irgendwo weiter weg wohnen und so weiter. Und für die Mutter ist es ein sehr starkes Leiden, weil die immer noch im Karma der Vergangenheit, naja, ich sag mal so, vielleicht so ein bisschen böse hängen geblieben ist. Und von diesem Gedanken, von diesem Zustand, als der Junge noch 5, 6 Jahre alt war, nicht loslassen kann und nicht loslassen möchte. Und sie hängt immer wieder in dieser Vergangenheit und hängt an diesen Gedanken. Wie es das Karma im Hier und Jetzt, sich auf das Karma im Hier und Jetzt einwirken kann, wenn sie den Sohn energetisch nicht gehen lässt, wird er sich auch sehr schwer realisieren können in seinem jungen Leben, in seinem jungen Dasein. Er wird nicht so viel Erfolg bei den Mädchen haben können, weil ihn die Mutter energetisch umklammert hat und ihn nicht loslässt. Und für die Mädchen ist er energetisch schon besetzt und die Frauen spüren das. Und zum einen wird, naja, sie mit ihrem Mann keine unbedingt sehr starke, feste energetische Bindung eingehen können, weil sie schon mit ihrem Kind so stark energetisch verbunden ist. Aber das ist, wie gesagt, das ist mir Esoterik, das ist es nicht unbedingt 100% die Erklärung dieses Karmas, der Erscheinens, der Karma des Rückkehrs, wie es sagt. Also es sind hier mehr vielleicht so Gewohnheitsmuster im Denken oder Verhaltensmuster in irgendwelchen Abhängigkeiten dann da, wenn man das Rauchen aufhört, nach einem Jahr wieder zurückfällt, nach einem Jahr wieder aufhört, nach einem Jahr wieder zurückfällt. Aber das Rauchen entsteht auch durch gewisse Gedankenvorgänge, dass man sagt, alles ist mir hier viel zu stressig, ich möchte gar nicht mehr, ich möchte irgendwie abschalten und dann greift man zur Zigarette und sagt, okay, das hilft mir gegen Stress. Also diese falsche Meinung, wenn man die immer wieder pflegt, wird einen immer wieder zurückführen in diese vergangenes Karma, welches man eigentlich abgearbeitet hat. Man hat ja einmal aus dieser Abhängigkeit sich schon befreit und dann macht es keinen Sinn für die Seele immer wieder zurückzukehren, weil sie weiß schon, wie das Rauchen ist. Sie weiß, wie das Herauslösen aus dieser Abhängigkeit. Sie hat diese Erfahrung schon gemacht. Sie muss sie nicht immer wieder machen. Und so dieser Teufelskreis, in dem bleiben manche Leute leider hängen für eine sehr lange Zeit. Das Karma der Arbeit oder der Lebensberufung. Das sind die Folgen des Karmas der Vergangenheit oder der höchsten göttlichen Bestimmung. Und das Karma wird bestimmt durch die Gesamtheit der Handlungen und dem Charakter der Handlungen in den vergangenen Leben. Also nicht Charakter des Menschen, sondern Charakter der Handlungen. Deshalb kann es positiv, aber auch negativ sein. Also das Karma der Arbeit, ja genau, die Berufung. Das ist halt, wahrscheinlich hat es damit zu tun, welchen Beruf man ausführt. In welchem Beruf man sich wohlfühlt, aber
man macht nicht immer den Beruf im Leben, in dem man sich wohlfühlt. Das ist auch karmisch bedingt, ob man dazu kommt und die Möglichkeit hat, oder man ist begrenzt und hat quasi nur eine beschränkte Ausbildung und kann nur eine Arbeit ausführen, die einem eigentlich gar nicht gefällt. Und man ist vielleicht irgendwo intellektuell nicht in der Lage, was Höheres zu schaffen oder finanziell nicht in der Lage, sich eine neue Ausbildung zu leisten. Oder es ist oft das Karma der Kinder, nicht das Karma, es ist oft so, dass wenn man kleine Kinder hat, man keine Zeit hat, irgendwie noch zu studieren oder Ausbildungen zu machen. Man ist damit beschäftigt, sich um die kleinen Kinder zu kümmern, um Geld für die kleinen Kinder zu verdienen. Das ist auch gewissermaßen Karma, welches einen eingrenzt. Und im Allgemeinen ist das Karma ein allgegenwärtiges Verständnis, also welches sehr viele Lebensaspekte durchzieht. Deshalb sind alle Karma-Arten, die wir besprochen haben, sie können auf der persönlichen, der familiären, der Rassenebene, der allgemein menschlichen oder der Volksebene erscheinen oder wirken oder auf der weltlichen Ebene wirken. Okay? Na gut, Zeit für eine Übung. Moment, diese Übung, glaube ich, haben wir schon gehabt. Wir sind nicht Körper, Emotionen. Diese Übung haben wir auch gehabt. Das haben wir letztes Mal gehabt. Das ist der Kreislauf der Wiedergeburten. Das ist Reich der Menschen, Reich der Götter, Reich der Tiere. Okay. Stern des Glücks, das haben wir auch letztes Mal gemacht, wo wir die Sterne aufgesammelt haben. Sterne des Glücks und Erfolgs. Ja, dann kommen aber wiederum die Gesetze. Das ist der zweite Abschnitt der Ausbildung des Moduls. Wir werden hier wieder nochmal, also es sind nur diese drei Übungen, die haben wir schon gemacht die letzten Wochen. Es ist die eine Übung, dass man sich als Seele erkennt und nicht als Körper. Die zweite Übung, die Kreise der Wiedergeburt, wo man in das Mineralien-, Pflanzen-, Tierreich geht. Und die dritte Übung war der Stern des Erfolgs. Und dann geht es hier weiter, die Energostrukturen oder die energetischen Strukturen des persönlichen kollektiven Karmas werden wir als die Vergangenheit unserer Seele verstehen, die verbunden sind oder durch Beziehungen uns mit anderen Menschen verbinden, Familie, der Mensch selber, die Arbeit und Beruf. Und während der spirituellen Praxis werdet ihr sehen, was das Wichtigste in der jetzigen Inkarnation ist. Und mit Hilfe der meditativen Praktiken werdet ihr die Ebene des Gesundheits verbessern, des Erfolgs, des Glücks. Ihr werdet in dieses Leben oder in das Hier und Jetzt mehr Kraft, mehr Möglichkeiten ziehen, die ihr in den vergangenen Leben habt. Also das ist ein sehr wichtiger Aspekt der Arbeit mit den vergangenen Leben, dass man gewisse Eigenschaften und Kenntnisse, die man damals hatte, ins Hier und Jetzt transportiert. Das heißt, man muss nicht alles wieder von neu erlernen. Die karmischen Gesetze. Ich gucke jetzt mal durch, ob ich jetzt nicht eine gute Übung noch zum Abschluss für uns finde. Diese Gesetze werden wir nächstes Mal, denke ich, angucken.